Entschuldigung, gnädige Frau. Der Ernst ist erst um 4 Uhr nachts heimgekommen. Er hatte eine sehr wichtige geschäftliche Konferenz. Ach, da wollte ich Ihnen mal was sagen, ne? Da war vorhin ein Droschkenkutscher hier, der Ihren Mann heute Nacht gefahren hat. Und er hat das wohl in der Droschke liegen lassen, dieses Däschler. Also Alfred, das ist doch ein Damenhanddäschler. Das kann doch unmöglich mein Mann vergessen haben. Ja, das ist von dem jungen Fräulein, das mit ihm gefahren ist. Fräulein, also erlaub's einmal. Mein Mann ist mit einem Fräulein in der Droschke gefahren. Sie sind im Apollo zugestiegen, aber er meinte, man bräuchte sich da nichts Schlimmes dabei zu denken. Es wäre ja seine Nichte gewesen. Wahrscheinlich hat sie auch Onkelchen zu ihm gesagt. Also da hört sich doch alles auf. Na warte, das wirst du mir büßen. Nicht so laut, gnädige Frau. Ihr Mann schläft ja noch. Schämen Sie sich raus. Ja, das wird heute noch was geben, mein lieber Scholli. Oh, dieser schreckliche Parfum. Guten Morgen, Gienchen. Entschuldige, dass ich dich hab warten lassen, aber es ist gestern wieder wegen später geworden. War bestimmt schon 4 Uhr war's. Was? 4 ist schon? Hey, wie doch die Zeit vergeht. Du, mit wem hast du eigentlich heute Nacht die Besprechung gehabt? Hab ich dir das nicht erzählt? Na. Na, ich war mit dem Ding unterwegs, was schon von dem da hinten und der war das. Der Heidenreich. Heidenreich und Söhne aus Köln. Guten Morgen, gnädiger Herr. Morgen. So, mit Herrn Heidenreich, was ist denn das eigentlich für ein Mann? Sein entzückender Mo, sag ich dir. Aber der läuft nicht mehr so gut, ne? Der ist ja schon bald 70. So, und dann bleibt er mit dir bis 4 Uhr morgens zusammen, wo er doch so alt und gebrechlich ist. Ja, am Tag, tagsüber ist er so, aber nachts auf einmal, ja, blüht er auf. Da hab ich ja fast nicht mehr ins Bett gekriegt, ne? Um 4 Uhr hab ich ihn in die Droschken gesetzt. Was ist denn mit Alfred los? So ein Trottel. Wo waren wir stehen geblieben? Bei der Droschken. Ja. Droschke, ja. Also, dass du dich auf einmal so für meine geschäftlichen Belange interessierst. Durchaus nicht. Ich möchte doch bloß wissen, ob du mit Herrn Heidenreich einig geworden bist. Ja, beinahe. Also, ich meine, beinahe wäre es zum Abschluss kommen. Zum Abschluss kommen, wenn wir Aber ich war einfach zu müd. Aber nur ein paar solche Besprechungen und die Sache ist im Sack. So, ich find's bloß merkwürdig, dass dein alter Geschäftsfreund ein Damenhanddäschler in der Droschken vergisst. Glaubst du nicht, dass der Heidenreich so ein Damendäschlersträger ist? Na, ich glaube überhaupt nichts mehr. Und ich glaube auch nicht mehr an deine nächtlichen Konferenzen. Und wenn du in Zukunft wieder mal eine wichtige Geschäftsbesprechung hast, werde ich mich vorher davon überzeugen, ob der Betreffende überhaupt existiert. Aber Gienchen! Du, ich merke dir das sofort an, wenn du mich anlügst. Siehst du mal, was ich für eine ehrliche Natur bin? Schon gut. Aber in Zukunft, wenn du auf mich keine Rücksicht nimmst, denk doch bitte dran, dass du eine erwachsene Tochter hast. Ja, unser Gaddy kommt ja heute zurück. Wann kommt denn der Zug hoch? Heute? Ja. Ein Mächt in einer Stunde. Du kannst nicht loslaufen, nicht mit oder so. Du gehst doch mit auf die Bahn. Ja, freilich. Ach, wie ich mich frei. War mir schon schwer genug gefallen, ist mir das, sie ein Jahr nach Berlin gehen zu lassen. Ja, im Haus deines Bruders war es doch ganz gut aufgehoben. Ja, aber jetzt lassen wir es nimmer aus dem Haus. Du vergisst wohl ganz, dass Gerd inzwischen eine heiratsfähige junge Dame geworden ist. Das weiß ich schon. Ja, aber die kann ja ein Pferd heiraten. Ich werde schon dafür sorgen, dass einen richtigen kriegt. Nicht, dass am Schluss nur ein Nürnberger ausschleppt. Na,
da wird was Schönes dabei rauskommen. Ja, ich bin halt einfach einen grundsoliden Mann für Sie, der ehrlich ist und treu. So wie du? Ja, wenn nicht sogar noch treuer. Ja, ja. Ich habe da schon einen ganz bestimmten im Auge. Es ist nämlich der... Liebe Frau, Herr Seipold, sie ist schon da. Ich bin mit dem Automobil vorgefahren. Ja, wer denn? Das gnädige Fräulein. Na, im Automobil? Ja, und oh. Was für ein Automobil? Mamachen, mein liebes Mamachen. Gerti, mein Mädler, mein Kind. Jetzt lass mir es halt da einmal. War ja mit 50% nur beteiligt, ne? Da ist ja unser kleiner Klos wieder. Na, was sagt ihr zu der Überraschung? Schick was? Ja, ich bin ganz sprachlos. Ja, endlich einmal. Was, sag einmal, du bist von Berlin im Automobil bis nach Fett gefahren? Ja, mit 70 Kilometern Geschwindigkeit. In nur 7 Stunden sind wir hergesaust. Es war wundervoll. Da will ich ja mal das Gepäck holen. Lassen Sie nur, Alfred, wozu habe ich meinen Chauffeur? Du hast einen Chauffeur? Und was für ein? Da ist er schon. Darf ich vorstellen? Mein Freund Heinz Fellner, meine Mama. So schön, ein Freund hat sie ja schon mitgebracht. Gnädige Frau, ich bin hoch erfreut. Und gnädigste sind wirklich die Frau Mama? Das ist doch nicht möglich. Ich hätte gnädigste eher für die ältere Schwester gehalten. Kleinbeidel. Sie schmeicheln. Wobei schaut's aus wie eine Großmutter. Und hier mein Papa. Da staunet's, was? Mich haben's bestimmt für meinen jüngeren Bruder gehalten. Herr Seibold, gnädige Frau, Sie werden sich sicherlich wundern, weshalb ich so prompt in Ihr Haus hereinfalle. Na, aber durchaus nicht. Wir sind im Gegenteil hoch erfreut, nicht wahr, Julius? Freilich, ich bin bei Frau, das sagt, ich bin ja erfreut, ich könnte ja zerspringen vor Freude. Das ist ja, innerlich tobt es total in mir. Aber trotzdem bin ich ein wenig erstaunt. Ne? Aber Papa, es war doch furchtbar nett von Herrn Fellner, dass er mich in seinem Automobil hergebracht hat. Herr Seibold, Sie dürfen nichts Falsches denken. So? Ich kenne Ihre Tochter doch schon etwas länger. Ich verkehre nämlich im Hause Ihres Bruders in Berlin. Und Sie unterhalten zu meinem Vater doch schon seit längerer Zeit eine geschäftliche Verbindung. Sie sind der Sohn vom Kommerzienrat Fellner? Jawohl. Nehmen Sie doch Platz, lieber junge Frau. Sehr liebenswürdig. Und Sie sind auch im Geschäft von Ihrem Vater tätig? Nein, nein, wo denken Sie hin? Darum kümmere ich mich überhaupt nicht. Mein alter Herr, der ist so fleißig, der arbeitet von früh bis spät und verdient dabei so klotzig viel Geld. Ja, und Sie? Na, ich geb's wieder aus. Das ist eine Art von Beschäftigung. Ich halte es sogar für ein Gebot sozialer Gerechtigkeit, eine Anhäufung des väterlichen Kapitals zu verhindern. Da wächst der kleine Gies hier an. Herr Seibold, Sie dürfen dabei aber nicht glauben, dass ich ein Nichtstuer wäre. Nicht. Aber durchaus nicht. Herr Fellner hat eben höhere Interessen. Er ist ein berühmter Tennisspieler, ein passionierter Segler. Hm. Im letzten Tanzturnier hat er sich die Meisterschaft im Jimmy geholt. Das ist ja kolossal. Und er hat mich auch im Foxtrot Club in Berlin eingeführt. Nein, da muss ich ja dankbar sein, dass Sie meine Tochter eingeführt haben im Foxtrot Club. Ja, Ihre Tochter und ich, wir sind ganz famos aufeinander eingetanzt. Jetzt sei das wieder auseinandertanzen, die zwei. Mein liebes Fräulein Gerti, ich bedauere es sehr, dass Sie Berlin verlassen mussten. Ich werde nur schwerlich eine andere geeignete Tanzpartnerin finden. Ach was, ich schicke Ihnen einfach für ein Vierteljahr meine Frau nach Berlin. Was hältst du davon, Jienchen? Hör doch mal auf, wenn man mit deinem blöden Witz klappst. Das war kein Witz, habe ich ernst gemeint. Entschuldigung, Herr Fellner, darf ich Ihnen irgendwas anbieten? Das ist ja nett von Ihnen, aber ich würde gerne erst meinen Wagen unterbringen und mich dann ein wenig frisch machen. Sagen Sie, man logiert hier doch am besten im Parkhotel. Sie wollen länger bleiben? Aber natürlich. Wir werden doch Herrn Fellner nicht gleich wieder fortlassen. Na, unter keinen Umständen. Na, jetzt habe ich schon Angst, dass Sie wohl gleich wieder verduften. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, das war meine eigentliche Absicht, aber jetzt, wo Sie mich so herzlich zum Bleiben nötigen, da wäre es doch ganz unhöflich von mir gleich wieder zu gehen. Und außerdem habe ich doch überhaupt nichts zu tun. Na eben, dann dürfen wir Sie wohl heute Abend zum Löffeler Suppen einladen. Oder zum Neggebrot. Mein liebes Fräulein Gerti,
Wir sehen uns nachher auf eine Partie Tennis. Ach, das wäre nett. Ich erwarte Sie. Gnädigste, dass eine junge, bezaubernde Dame wie Fräulein Gerti eine charmante Mama haben müsse, das war mir von Anfang an klar. Aber jetzt, wo ich ihre persönliche Bekanntschaft machen durfte, da wurden meine kühnsten Erwartungen übertroffen. Aber mein Herr... Pass es auf, du als Rutsche! Meine Herrschaften, ich empfehle mich. Ja, ich empfehle mich, ja. Ein entzückender Mensch. Ein lieber Kerl. Ein lieber Kerl, eine faule Socke ist es. Eine stinkfaule Socke, das sag ich dir. Dass du natürlich auf seine billigen Komplimente reif wärst, wundert mich gar nicht. Ja, merkst du denn nicht, dass der mit der Speckseite mit der Wurst noch dir wirft? Also, ich verbitte mir deine Anzüglichkeit. Also, Papa, ich muss auch sagen, dass... Und du bist ganz ruhig. Schleppst du seinen wildfremden Lümmel hier ins Haus? Da schämst du dich dir gar nicht, als junges Madler mit einem wildfremden Mannsbild im Automobil durch die Wegschicht zu kutschieren? Immer nur besser, als wenn ein alter Mo mit einem jungen Madler nachts allein in der Droschenraum kutschiert. Das gehört nicht daher. So? Ja. Ich begreife nicht, Papa. Was ist denn weiter dabei? Das sind doch längst überwundene Spießanschauungen. Ich bin doch kein Backfisch mehr, der in Mutters Rockschößen hängt. Wenn du ein albernes Provinzgänschen aus mir machen willst, hättest du mich nicht in die Großstadt schicken dürfen. Die hat sich ja prächtig bei den Preisen in Berlin entwickelt. Wer weiß, welche Hirngespinste sie sonst noch hat. Vielleicht will sie ja Architektur studieren. Vielleicht möchte sie in Berlin einen Flughafen bauen. Und überhaupt, dass Herr Fellner mir den Hof macht, das halte ich für selbstverständlich. Ich bin schließlich ein hübsches Mädel. Am Schluss ist vielleicht auch noch verliebt in diese Jimmy-Hupfdome. Verliebt? Was für einen altmodischen Begriff du hast, Papa. Ja, wer verliebt sich denn heutzutage noch? Aber ich gestehe offen ein, dass er mir gefällt. Er ist ein wohlerzogener, moderner Mensch. Hat Manieren. Sogar ausgezeichnete Manieren. Er ist interessant. Ein Lebemann. Ja. Ihr glaubt gar nicht, wie verrückt alle Frauen nach ihm sind. Das sind ja traumhafte Aussichten. Meine Güte, bist du rückständig. Aber eins sage ich dir gleich. Wenn ich überhaupt mal heiraten sollte, dann nur einen Mann, der etwas erlebt hat. Das werden nämlich die besten Ehemänner. So, und jetzt ziehe ich mich rasch um. Was sagst du jetzt da dazu, wie sich deine Tochter entwickelt hat? Ich finde, das Madler hat vollkommen recht. Also, da hält sie doch alles auf. Freilich, ich brauch doch bloß dich anschauen. Du bist der lebende Beweis für die Richtigkeit ihrer Behauptung. Wie wir geheiratet haben, hast du nicht bis 13 kennen. Etzettler, fängst dann auf deine alten Dach den Lebemann zu spielen. Das gehört nicht daher. So. Wer macht denn nachts heimlich Droschkenfahrten? Jetzt kommen wir mal wieder runter vor dem Kutschbock. Da ist mir ein Mann wie der Herr Fellner schon viel lieber. Der macht wenigstens seine Dummheiten vor der Hochzeit. Glaubst du nicht, dass ich Gerti so einen Windbeutel zum Mann gebe? Warum denn nicht? Warum nicht? Weil ich schon andere Pläne hab. Ach ja, richtig. Der Herr hat ja Pläne. Vielleicht hättest du die Freundlichkeit, mich auch einmal einzuweihen. Bitte sehr, bitte gleich. Mhm. Ich will keinen Schwiegersohn, der Jimmy spielt und Dennis tanzt. Dennis spielt. Oder ich bin ein Schwiegersohn, der was vom Chef versteht, dem ich ruhig ein Gewissens meine Fabrik und meine Tochter anvertrauen kann. Na, und der wer? Ja, mein Kompagnon. Ah! Herr Stieglitz, dein ehemaliger Buchhalter. Ja, ist Buchhalter der Anfang bei mir. Und weil er fleißig und strebsam war, habe ich ihn zu meinem Prokuristen gemacht und später dann zu meinem Kompagnon. Und jetzt mache ich ihn auch zu meinem Schwiegersohn. Und du wirst mich dabei unterstützen. Ich denk nicht dran. Warum nicht? Warum? Also, das fragst du noch. Hm? Schon allein der Altersunterschied. Daddy ist doch mindestens 15 Jahre jünger als er. Ja, und ich hätte auch nichts dagegen, wenn du 15 Jahre jünger als ich wäre. Das kommt nicht hierher. Aber die Leute haben zugestimmt, hast du ja gehört. Und dann, du hast es doch selber gehört, dass Gerti sich nun mal in ihren Kopf gesetzt hat, nur einen welterfahrenen Mann zu heiraten. Einen, der auch anderen Frauen gefällt, auf dessen Liebe sie stolz sein kann. Und Herr Stieglitz ist ja genau das Gegenteil von dem, was sich unser Kind unter dem Ideal eines Ehemanns vorstellt. Außerdem ist er nicht gut gewachsen.
Ach, das bisschen der U-Bahner, was der hat. Der hat überhaupt keine Manier. Nur weil er dir nicht dauernd die Hände abküsst. Jeden Sonntag seit 10 Jahren ist der bei uns zu Tisch. Frisst sich sein Wampen voll, dass ihm sämtliche Westenknöpfe abplatzen und hat man noch nicht ein einziges Mal Blumen mitgebracht. Wenn's Blumen willst, gehst lieber zum Friedhof. Du bist sowas von kleinlich. Wie der Mann ausschaut, wie der sich anzieht. Kannst du dir vorstellen, dass sich jemals eine einzige Frau in Herrn Stieglitz verliebt hat? Also ich nicht. Himmelherrschaft, Zeit nochmal eins. Reicht's mal langsam. Dass Gatti solche Ansichten hat, das wundert mich nicht. Das ist ein junges Ding. Aber dass du diese Anschauungen teilst, du in deinem Alter. Guten Morgen. Oh. Ich wollte einer gar im Büro hingehen. Eine Nacht wieder später geworden. Wollte wieder mit der Droschken an. Die sei wohl die, sagst du. Morgen. Morgen, Herr Stieglitz. Morgen. Gott, na ja, Frau. Sagen Sie, was nicht ist. Bist du als Geburtstag? Sagen Sie denn, wie mein Kindchen heute ausschaut? Hm? Miserabel. Haben Sie sich wieder gerne, Frau Seibold? Immer wenn Sie sich ärgern, schauen Sie 10 Jahre älter aus, gell? Das steht Ihnen ja gar nicht. Sie sind so liebenswürdig, Herr Stieglitz. Sie Flegel. Stieglitz, Sie sind ein unmöglicher Mensch. Wieso? Das kann man einer Frau doch nicht ins Gesicht sagen. Was soll ich denn hier sonst hier sagen? Ich schau doch einmal alt aus, oder? Das weiß ich schon selber. Sie, da schreibt der Lohmüller aus Amsterdam, ne? Welche die 100.000 Zahnstocher, ob man die, wie alt ist Ihre Frau eigentlich? Warum will ich der Lohmüller aus Amsterdam wissen? Na, es ist ja nur so, wie ich am Preis will, da was wissen und so weiter. Und die riecht nicht gut, ne? Stieglitz, wollen Sie mir jetzt zuhören oder weiter über meine Zigarren schimpfen? Red mal nicht mehr drüber, ist wurscht. Jetzt passen Sie auf, ich mach's kurz und bündig. Ich will meine Tochter verheiraten. So, und die Mitgift, die wollen Sie gewiss aus der Firma rausziehen, oder was? Eben nicht. Wenn ich mich einmal zur Ruhe setze, dann möchte ich, dass Sie die Firma Seibold und Stieglitz übernehmen. Na, was halten Sie von dem Vorschlag? Ihr Vorschlag ist auf jeden Fall besser wie Ihre Zigarren, ne? Aber ob Ihr zukünftiger Schwiegersohn damit einverstanden ist, das weiß ich fein nicht, gell? Doch. Nein. Stieglitz, jetzt stellen Sie sich halt nicht an. Sie sollen meine Tochter heiraten. Ja, aber da müssen wir erst einmal schauen, wissen Sie. Weil das ist ja gar nicht so einfach, da müssen wir die... Ich! Abmacht! So leicht, wie Sie sich das vorstellen, ist die Geschichte nicht. Bei mir wären Sie als Schwiegersohn schon recht sympathisch, aber ob Sie auch meiner Tochter gefallen? Hat das glaube ich nicht. Ich hab noch nie einer Frau gefallen. Als Kind war ich recht ordentlich, da war ich ganz possierlich. Da hab ich so Locken gehabt, so blonde, ne? Alle haben mit mir gespielt aus der Nachbarschaft, sind's gekommen, also die Hunde. Ja, aber sonst halt nicht. Ich weiß nicht, an was das liegt. Ja, weil Sie einfach keine Manieren haben. Eine Dame gegenüber, da muss man doch galant sein. Eine Dame, wenn ins Zimmer kommt, da geht man auf sie zu, küsst ihr die Hand. Ja, für Teufel haben Sie Träger die Hände. Ich habe nicht gewusst, dass Sie mir die Hand küssen wollen. Und überhaupt, wie es rumlaufen. Die Westen haben sie schon gehabt, wie es bei mir als Buchhalter angefangen haben. Ja, ich bin von meinem Vater, vom Waldir, den wollte ich auftragen. Und der Fliegen. Mit rechten heizt du doch noch ein Fliegen. Ja, Maschall ist doch immer so. Maschall? Nein, schau mal, ob ein Binder von mir findet. Tun Sie mal Ihr Mascherl runter. Ja? Ich mein Schwein nicht. So sehen Sie Mascherl, wenn Sie ins Kinder ist. Hab ich vom Toni, vom Mascherls Toni. So, da hab ich einen Selbstbinder. Kostet 45 Mark, gell? Zähl ich Ihnen von der Mitgift ab. 45 Mark? Und schon kaputt, ne? Selber binden.
Ach, und Armschoner hat er auch noch. Oh. Und ach, Sie haben nicht einmal Bügelfalten in der Hosen. Ich habe ja kein Bügeleisen in der Hosen. Höchstens ein Heizstab. Ach, und die Frisur ist ja Kreisler. Warten Sie doch, mal immer was machen. Wollen Sie einen Schicola aus mir machen, oder was? Setzen Sie es ja mal hin. Ja. So. Jetzt auf. Das ist ja wie am 1. Mai. Sie sind am 1. Mai? Der wird bei uns baden. Gestrüpp, was Sie da aufhaben, das ist ja. So. So, wenn ich hintergehe ins Büro, da lachen die sich krank. Sonst kreppelst mal die Hosen hoch. Wieso? Links draußen oder was? Nein, das haben wir jetzt so, das ist modern. Ja, dann lass ich Ihnen meine Tochter bringen. Die Tochter, wozu? Sie müssen doch mit ihr sprechen. Sie müssen ja doch einen Heiratsantrag machen. Ein Heiratsantrag? Ich hab noch nie am Madl einen Heiratsantrag gemacht. Was sag ich denn? Nicht so hoch! Nicht so hoch! Wird mir schneeblind, wenn man hinschaut. Da finden Sie schon die richtigen Worte. Nur Courage. Nicht was Feines. Das Bouquet ist soeben für das gnädige Fräulein abgegeben worden. Von wem? Vom Herrn. Vom Herrn Fellner. Ihr Frau hat nur Fickers, das kriegt. Dann legen Sie es doch her und dann lassen Sie mal meine Tochter herkommen. Dann sehen Sie, so macht man das. Ja, wer ist denn der Fellner? Das ist ein Nebenbuhler von Ihnen. Und wenn Sie nicht aufpassen, schnappt er Ihnen meine Tochter vor der Nase weg. Ja. Ein Wächter kommt schon. Ja, viel Glück. Ja. Wächter, was so ein Rosenstrauß kosten muss, ein Heiden geht. Ach, Herr Stieglitz, wir haben uns ja noch gar nicht gesehen. Guten Tag. Guten Tag, Fräulein Gerti. Na nu, seit wann sind wir denn so förmlich miteinander? Ja. Überhaupt stehen Sie feierlich da? Ich wollte Sie nur begrüßen, ne? Die wundervollen Blumen. Ja. Sind die für mich? Na, ja. Oh, wie galant, Herr Stieglitz. Ich kenne Sie ja gar nicht wieder. Überhaupt, Sie kommen mir so verändert vor, so... Geschniegelt, das kleidet sie gar nicht. Gell, haben wir gleich gedacht. Aber Sie haben sich auch verändert, Fräulein Gerti. Fräulein? Ich weiß noch, als ich klein war, wie nett Sie immer mit mir gespielt haben. Ja, ja, Sie wollten immer Hobby reinspielen, das weiß ich noch wie heute. Ja, ja. Und das habe ich Sie gepiesert. Ja, ja. Sie haben sich über die schlimmsten Sachen einfallen lassen. Aber jetzt sind Sie zu einer bildhübschen jungen Frau geworden. Ach, Herr Stieglitz, Sie machen mir ja den Hof. Das stimmt doch. Also, schauen Sie sich mal an, dann schauen Sie mich an, ja? Und dann müssen Sie feststellen, wenn auch knapp, aber Sie haben gewonnen. Herr Stieglitz, jetzt mache ich aber, dass ich fortkomme, sonst verlieben Sie sich am Ende noch. Das ist schon passiert, sagst du? Setzen Sie sich aber mal hin. Lieber Stieglitz! Ja. Na, warte mal, jetzt muss ich schon, wenn Sie schon mit Ihrer schönen Föhnwelle da her rumtanzen. Hör ich schon mal her, ich muss Ihnen was sagen. Sie haben sich gewundert über mein Äußerliches und so. Schau also, Herr Stieglitz! Nein, nicht nur äußerlich habe ich verändert. Und Sie haben sich auch verändert. Wie Sie weggefahren sind, waren Sie noch ein halbes Kind. Aber jetzt sind Sie so einer Jungfrau erblüht. Ne? Und da muss ich Ihnen sagen, wenn ich mir Sie so anschaue, sage ich mir scheußlich. Ne? Was? Ja, scheußlich, dass Sie alleine sind oder dass ich alleine bin. Sie gehen alleine Ihren Weg, ich gehe alleine meinen Weg. Und jetzt gehen wir dann plötzlich gemeinsam unseren Weg. Das wäre doch gut. Und der Schäuble kann das auch machen. Wollen Sie mich heiraten? Aber lieber Stieglitz, Sie wollen mich heiraten? Ja. Kommen Sie bloß auf so eine Idee. Sie sind ja ein lieber, netter Mensch, aber nehmen Sie es mir nicht übel. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bin ich Ihnen zu alt oder was? Nein, der Altersunterschied würde mich nicht genieren. Im Gegenteil, wenn ich mal heirate, dann nur einen gereiften Mann. Aber der muss was erlebt haben. Der muss nicht nur mir, der muss allen Frauen gefallen können. Allen ja. Frauen? Hallo? Ich muss stolz auf ihn sein können. Eben ein interessanter Mann muss es sein. Und Sie müssen zugeben, Sie sind wirklich nicht interessant. Sie mögen mich für verschroben halten, aber
Anders kann ich mir meinen zukünftigen nun mal nicht vorstellen. Herr Fellner ist da. Ja, ich komme ja schon. Also, nicht böse sein, ja? Wir bleiben doch gute Freunde. Auf Wiedersehen. Ja. Und Stieglitz Mieskaffen. Ja, die Sache ist erledigt. Ja? Na wunderbar! Was hat's denn gesagt? Ich bin ja nicht interessant genug. Was? Ah, da steckt doch garantiert dieser Preisdänzer Fellner dahinter, der mit seinen Liebschaften angeben hat. Das hat ihr imponiert. Das hätten sie ja machen müssen. Aber ich hab doch noch nie eine Liebschaft gehabt. Wirklich nicht? Na. Ja, das müssen sie meiner Tochter nicht auf die Nasen binden. Aber keine Angst, sie werden schon mein Schwiegersohn, das schaffen wir schon. Willst du denn das machen? Ja, da fällt mir schon was ein. Ja, Tochter, die will ja. Nur ein Mann, der was erlebt hat, ja. Und wenn's das will, dann kriegt's das eben. Dann mache ich eben einen interessanten Mann aus Ihnen. Ja, Sie haben jahrelang ein Verhältnis mit einer berühmten Schönheit gehabt. Mit wem? Ja, das war's jetzt auch noch nicht. Ich glaub mir, Tochter, doch nie. Ja, dann bring mir hier Beweise. Briefe, Bilder, etc. Ja, wo wollen Sie die hernehmen? Stieglitz, stellen Sie sich halt nicht immer so umständlich an. Jetzt gehen Sie erst mal rüber zum Obstmarkt ins Papierhaus Schön. Die haben doch immer Haufen Fotografien ausgestellt. Und da kaufen Sie ein paar. Ich beliebe ich. Ja, von Tänzerinnen, von Schauspielerinnen, eben von berühmten Schönheiten. Ja. Also, ich muss sagen, Seifert, bis vor 10 Minuten habe ich ja gar nicht dran gedacht, irgendwann einmal zu heiraten, aber Ihr Vorschlag ist gar nicht schlecht. Wenn ich ein Verhältnis gehabt haben soll, dann gehe ich jetzt zum Schöll, dass wir mal Verhältnisse zur Auswahl vorlegen. Und das, das mir am besten gefällt, das kaufe ich mir dann, ne? Auf Geschäftskosten. Ade, bleibt sie. Hilde! Guten Tag, Herr Seibold. Ich bin gekommen, um Gerti zu begrüßen. Ja, dann sag ihr schnell Bescheid, dass du da bist, ja? Danke, aber ich habe ihr schon sagen lassen, dass ich da bin. Ach, du hast dir schon sagen lassen, dass du da bist? Dann muss ich ja gar nicht sagen, dass du schon da bist, weil sie schon weiß, dass du gesagt hast, dass du da bist. Dann sag ihr nicht, dass du schon da bist, weil sie weiß natürlich, dass er da ist. Ehrlich gesagt. Hilde! Gerti! Oh, lass dich anschauen. Gut siehst du aus. Aber sag mal, wo weißt du denn, dass ich schon da bin? Du, Frieda hat dich gesehen, wie du im Auto gekommen bist und hat mich sofort angerufen. Ja, und sie hat erzählt, dass du nicht alleine gekommen bist. Wer ist denn der junge Mann, der dabei war? Ach, das weiß man auch schon. Hier in Fürth spricht sich immer alles sehr schnell rum. Erzähl doch, bist du am Ende verlobt? Nein, ein Bekannter aus Berlin, der mich in seinem Automobil hergebracht hat. Oh, das ist der wohl. Verzeihung, meine Damen. Darf ich vorstellen, Herr Heinz Fellner, meine Freundin Hilde Lenz, die schon darauf brennt, Sie kennenzulernen. Gerti scherzt. Meine Damen, ich bin entzückt. Sie sind wohl zum ersten Mal in unserer Stadt? Ja, leider. Hätte ich vorher gewusst, dass ich eine solche Fülle weiblicher Schönheit und Anmut vorfinde, ich wäre schon viel früher hergekommen. Ach, ein entzückender Mensch. Herr Fellner und ich waren gerade bei einer Tennispartie. Herr Fellner ist nämlich ein berühmter Tennisspieler. Aber ja, ich glaube, ich habe Ihr Bild schon in Die moderne Frau gesehen. Oh. Herr Morgen. Guten Tag. Herr Fellner. Herr Stieglitz, der Kompagnon meines Papas. Ah, sehr erfreut. Ebenfalls. Hey, Herr Seibold, Herr Seibold. Ach, das ist aber ein komischer Mensch. Du darfst nicht lachen, Hilde. Er ist so ein guter Kerl. Er ist heute nur ein bisschen verdattert. Ich habe ihn so gekränkt. Ich habe ihm einen Korb gegeben. Er hat dir doch nicht etwa deinen Heiratsantrag gemacht? Stell dir vor! Das finde ich allerdings auch etwas amüsant. Herr Fellner, sollen wir nun unsere Partie Tennis zu Ende spielen? Sehr gern, Fräulein Gerti. Möchte sich die junge Dame vielleicht anschließen und mitspielen? Ach nein! Na, kommen Sie. Ach, aber ich sehe gerne zu. Also gehen wir. Also das mit dem Mensch, die Kinder. Hey, ich kann die ganze Zeit nicht. Die Dame. Ja.
nichts, Fax geht in sehr sie wie die Fliegen um die Sch. Oder? Also, zeigen Sie mir, Stieglitz, was gefunden haben. So viel Auswahl hat er gar nicht gehabt. Und teuer pro Fotografie 7,50 Mark, ne? Also, was haben wir denn da? Oh, das geht ja nicht, das ist doch die Sarah Bernard. Das könnte ihre Großmutter sein. Ja. Dann habe ich die nicht, die hat ja so ein hübsches Lächeln. Das geht ja gar nicht, Stieglitz. Das ist die Mona Lisa. Die ist doch schon bald 500 Jahre tot. Und dann lacht die, ne? Die ist schon ein wenig älter, aber ist sehr sympathisch. Ja. Stieglitz, mit der können Sie unmöglich ein Verhältnis gehabt haben. Ja, das ist Willy Fritsch in Charlie Stunde. Habe nur noch diese Schönheit da. Oh, das ist ja ein Prachtweib. Wer ist das? Rhea Ray. Ja, genau die nehmen. Das ist ja die berühmte Filmschauspielerin, die wird meiner Tochter imponieren. Ja? Haben Sie denn noch nie ein Plakat gesehen von der Rhea Ray? Keine Ahnung. Meine Tochter kennt's bestimmt. Und meine Frau sowieso, die rennen ja dauernd ins Kino. Und mit der habe ich ein Verhältnis gehabt? Richtig. Ja, zum Abschied hat sie Ihnen diese Fotografie geschenkt. Ist nett, ne? Aber da muss noch eine Widmung drauf. Ja? Ja. Die schreibe ich selber. Ja, ja. Mit verstellter Handschrift. Ja. Ja. Und irgendwas Zärtliches muss da drauf. Irgendwas so in Richtung... Oder... Oder noch besser... Wie schreibt man das? Vorne mit Doppel-L und hinten, wie man es spricht. Für dich abgeschrieben. Das war ja nur so im übertragenen Sinne. Und der Fersel an, ne? Ja, Poesie ist gut. Man soll nicht weinen, wenn man auseinandergeht. Wo in der nächsten Ecke schon der andere steht. Ja. Das passt ja gar nicht mit Stieglitz. Die Frau muss sie doch unheimlich geliebt haben. Die muss sie doch heute noch verzehren nach ihnen. Dann geht's nicht mehr. Vielleicht was Klassisches. Warte mal, im Weinstein war doch was mit Max drin. Ha, ich kann's nicht glauben, ich kann's nicht fassen, dass mich der Max verlassen will. Das reimt sich doch nicht. War denn im Götz von Berlichingen was? Na, dicht mir mal selber was, hä? Ja. Er hat mich verlassen, der Max. Das gab meinem Herzen einen Knacks. Da kriegen Sie auch keinen Jakob Wassermann Literaturpreis, ne? Ja, machen Sie es doch besser, wenn Sie es besser kennen. Irgendwas mit Max. Max, gut, leb wohl. Das ist ja wohl selten dämlich. Oder mit Ria, ne? Ja, gut, ja. Ich liebe dich wie früher. In Liebe deine Ria. Sie sind ein Hammel. Wisst ihr was? Wir schreiben einfach ihrem heißgeliebten Max. Ja. In ewiger Liebe zur Erinnerung an süße und vergessliche Stunden. Ria. Ria. Ist heiß? Die Tinte muss trocknen. So, und jetzt müssen wir das Foto nur geschickt in die Hände meiner Tochter spielen. Oder nur besser in die Hände meiner Frau, die ist ja viel neugieriger. Wollen Sie es machen? Ganz einfach. Nehmen Sie mal die Karten. Und dann nachher, wenn meine Frau im Zimmer ist, lassen Sie einfach unauffällig die Karten fallen. Meine Frau stürzt sich drauf, liest die Widmung. Ja, und dann müssen Sie ganz erschrocken tun. Dann müssen Sie sagen, ha! Oder sie sagen, mein Gott! Ja, meine Frau rennt zu meiner Tochter, zeigt ihr das Bild. Sie sind ein interessanter Mann und alles Weitere überlassen es mir. Julius! Ach, Julius, ich hätte aber was ganz... Ach, du bist nicht allein. Na, da will ich nicht weiter stören. Bleib da, es war bloß das Geschäftliche. Wir sind schon fertig, ne? Jetzt einfach fallen. Ja, toi, toi, toi. Bin dann weg. Ade, Herr Stieglitz. Ich weiß nicht an. Lassen Sie es noch mal. Mensch, das ist doch... Also, ich hab doch schon Ade gesagt, Herr Stieglitz.
Stieglitz, klappst das nur mal wieder. Stieglitz, ha, Sie haben da was verloren. Ha, ha, mein Haar, Gott, ein Haar. Was erschrecken Sie denn so? Ein Foto. Das ist ja die Ria Ray. Wer ist denn das? Die bekannte Filmschauspielerin. Lass einmal sehen. Aber Herr Seinbeutel. Herr Stieglitz, Sie werden doch von Ihrem Kompagnon keine Geheimnisse haben, oder? Du Julius, schau mal, da steht da sogar eine Widmung drauf. Nein, eine Widmung? Ja. Dann lest doch einmal vor. Ihrem heißgeliebten Max. In ewiger Liebe. Zur Erinnerung an süße, unvergessliche Stunden. Ria. Sie sind der heißgeliebte Max? Sie haben diese süßen, unvergesslichen Stunden gehabt? Das haben Sie doch selber geschrieben. Das ist ja unglaublich. Gähnchen, was sagst denn du dazu? Ich muss gestehen, Herr Stieglitz, das hätte ich Ihnen nie zugetraut. Ich bin ganz überrascht. Überrascht? Also ich bin empört. Stieglitz, Ihr Privatleben geht mich ja nix an. Aber dass Sie bei diesem Vorleben die Kühnheit haben. Ach, Gienchen, du was das ja, doch gar nicht. Die Kühnheit haben, mich um die Hand meiner Tochter zu bitten, das ist ein starkes Stück. Ja, also ich begreife dich gar nicht, Julius. Du hast es doch wahrhaftig am allerwenigsten nötig, dich moralisch zu entrüsten. Herr Stieglitz, ich denke doch ganz anders als Seibold. Ein Mann muss sich austoben. Vor der Hochzeit natürlich. Und da Sie dabei einen so guten Geschmack bewiesen haben, eine so schöne, elegante Frau wie die Ria Ray. Allmächt, was muss sie das kosten? Na, 7,50 Mark, ja. Ja, da reden wir nicht drüber, ne? Oh, Herr Stieglitz, ich schätze Ihre Diskretion und will nicht weiter in Sie dringen. Ja, Gott sei Dank. Ja. Herr Stieglitz, wollen Sie mir das Bild für einige Augenblicke überlassen? Nein. Oh. Na klar. Ja? Ich danke Ihnen. Küssen. Erscheinen mir heute in einem ganz anderen Licht. Auf Wiedersehen, mein lieber Herr Stieglitz. Mein lieber Herr Stieglitz. Es funktioniert, es wird. So, jetzt geht's zu meiner Tochter, zeig dir das Foto, erzähl dir die Geschichte und in spätestens einer Stunde was ganz fetter vor Bescheid. Allmächtig, wird mein Himmel Angst. So ganz egal, Hauptsache wir kommen zum Ziel. Ah, die Mine ist gelegt. Hoffentlich riecht niemand die Lunte. Nein, aber der Felder fliegt in die Luft und Sie sind wieder der Hahn im Korb. Kikeriki! Herr Stieglitz soll mit Ria Ray? Verlass dich drauf. Er hat mit ihr ein regelrechtes Verhältnis gehabt. Nein. Ich bin durch Zufall dahinter gekommen. Da, überzeug dich selber. Dieses Foto hat er hier in dem Zimmer verloren. Wahrhaftig? Mhm. Sie ist es. Mhm. Ja, aber das kann ich mir gar nicht denken. Ach, liebes Kind, wenn eine Frau schreibt, heißgeliebter Max. Oh. Und zur Erinnerung an süße Stunden, das sagt doch alles. Wo denn? Da. Max, zur Erinnerung an süße.
Nein. So was. Das muss ich doch sofort. Hilda! Hilda, komm doch mal schnell her! Aber Gerti, du kannst deinem Fellner doch nicht allein lassen. Aber das ist doch jetzt Nebensache. Oh. Was ist denn, Gerti? Hilde, du kennst doch die berühmte Rhea Ray. Aber ja, wir haben sie doch gerade gestern erst im Kristallpalast gesehen. Ach, da läuft doch diese Woche dieser große Film. Im Tode vereint. Ach, das ist eine himmlische Frau. Stell dir vor, Herr Stieglitz war jahrelang ihr Geliebter. Herr Stieglitz. Das ist doch ein Witz. Wieso? Herr Stieglitz ist doch ein stattlicher Mann. Also, wenn du es nicht glaubst, bitte. Hier hast du schwarz auf weiß. Mhm. Oh, ihrem heißgeliebten Max? Oh, wie romantisch. Aber dass sich eine Frau wie Rhea Ray, der doch alle Männer zu Füßen liegen, gerade Herrn Stieglitz aussucht. Erlaube mal. Ich fand ihn schon immer interessant. Modisch ist er halt nicht gerade von dran. Nein, so geschniegelt wie Herr Fellner ist er nicht, aber er hat sowas Geniales. Ja, ja, und Herr Fellner sieht doch dagegen recht unbedeutend aus. Und wenn eine Künstlerin wie Rhea Ray so abgöttisch liebt, dann wird sie schon wissen, warum. Ja, und meine Mama hat ja immer schon gesagt, Herr Stieglitz, das wäre ein Mann für mich. Für dich? Da macht ihr nur keine Hoffnung. Ich hab's euch ja erzählt. Herr Stieglitz hat erst vorhin hier mir einen Heiratsantrag gemacht. Ja, und wenn ich wollte... Oh, da ist er schon, da ist er schon. Sie für morgen zu Tisch zu bitten. Sie machen uns doch die Freude. Ist morgen schon wieder Sonntag? Aber nein, Sie sind uns jederzeit willkommen. Sehen Sie, es wird, es wird. Meine Herrschaften, ja. Ich wollte mich nur empfehlen. Also dann bis heute Abend. Allmächtig, das habe ich ja ganz vergessen. Wir haben Sie ja eingeladen. Das ist jetzt aber blöd, weil... Ach, wir sind ja gar nicht daheim. Links, da fliegt er schon. Das tut mir leid. Vielleicht ein anderes Mal. Sehr gern, gnädige Frau. Wir gingen nämlich heute alle ins Kino. Ja, Mamachen. Ins Kino? Ja, zu dem neuen Film von der Rhea Ray. Von der hast du doch sicherlich schon mal was gehört. Ja, die bekannte Filmschauspielerin. Ja, Herr Stieglitz, Sie sind doch so nett umsonst in unserer Loge. Ja, ja, ja. Was mich das Verhältnis schon wieder kostet. Sie kommen selbstverständlich mit, Herr Stieglitz. Na, ist mir peinlich. Bitte, bitte mir zuliebe. Ja, wir gehen heute Abend alle ins Kino. Ohne Herrn Fellner. Ja, zu Rhea Ray. Dann lerne ich die Frau wenigstens einmal kennen. Ne? Das geht immer. Erster Diener vom Herrn Seibold. Wie darf ich melden? Ja, kleinen Augenblick, ich schau mal nach. Gnädige Frau, Sie werden am Apparat verlangen. Wer ist es denn? Die Frau Stadtbaurat. Die greisliche Totschild. Ich gehe ran. Ich geh meinen Finger nicht mehr raus. Grüß Gott, liebste Freundin, wie geht's denn? Ihr Frieder schwärmt so für ihn? Na, dann würde es Sie vielleicht interessieren, dass sich Herr Stieglitz gestern Abend mit unserer Gerti verlobt hat. Danke sehr. Bitte schön. Auf Wiedersehen, liebste Freundin. Die zerspringt vor Neid. Guten Tag, Mamachen. Mein Kind, meine Gerti. Wie hübsch du heute ausschaust. Und glücklich? Ja, ich bin sehr glücklich. Oh. Und ich habe auch eine Überraschung für Max. Da. Ach,
Wie sinnig, Ihr Bild mit der Widmung. Ja, ich habe es rahmen lassen. Vorläufig stellen wir es hierher. Sag mal, wo ist denn übrigens Papa? Er war so fröhlich und ausgelassen gestern Abend. Kein Wunder, der hat die ganze Bohle ja fast alarms ausgezogen. Gerti, stellen! Ach, guten Tag, Frau Seibold. Ist es wahr, du hast dich verlobt? Ja. Ich gratuliere von Herzen. Aber sag mal, woher weißt du denn das schon wieder? Du, die Frieda von Stadtbaurats hat es der Frau Sanitätsrat gesagt. Die hat's wieder bei Kaufmann Fiedler erzählt. Da war zufällig unsere Köchin. Ja, und die hat die Neuigkeit mit nach Hause gebracht. Schau an. Ah. Einen so interessanten Mann zu bekommen, von dem die ganze Stadt spricht. Ach, übrigens, ich habe dir die neuen Karten von Rhea Ray mitgebracht. Eine ganze Serie. Entzücken. Also die hier mag ich ja am liebsten. Weißt du was? Wir stellen sie dir hier alle im Zimmer auf. Das machen wir. Vielen Dank, meine Dame. Mein süßes Mätzchen. Oh, wie galant. Ich danke dir, mein Mätzchen. Ach, wie zwei Turteltauben. Na, mich bemerkt man gar nicht. Tag, Puppe. Oh, krieg ich heute keinen Kuss? Nein, meinetwegen. Heute bin ich ein Fee. Max! Du hast ja schon den neuen Anzug an. Tadellos. Ja, wirklich nobel. Die im Büro haben wir gleich gar nicht kannt. Ja, also, ich muss jetzt gehen. Adieu, Herr Stieglitz. Doch, dann auch ein Tee, gell? Bin aber gleich wieder da. Ah, mein Mäxler. Ach ja, von der Ferne lasse ich mir Ihre Küsse schon gern fallen, ne? Ja, ja. Sieh mal, das Bild, was sie dir geschenkt hat. Ich habe es rahmen lassen. Das ist aber nett von dir, Kathi. Ja, und schau mal. Hier und hier. Und hier, die neuesten Aufnahmen von ihr. Ja, also das ist ja, ich war jetzt schon peinlich, du. Du musst wissen, die Sache ist aus und vorbei. Ach, sag mal, warum war es eigentlich aus? Wie? Ja, warum seid ihr auseinandergegangen? Ach so, na ja, weißt du, war das so, und das ist immer so, da kann man dann, da schaut man, und dann hast du es nicht, und dann bist du es nicht, na ja, jetzt weißt du das. Nein, du musst es mir sagen. Dann fragst du einfach. Wie? Ja, frag dein Vati, der weiß Bescheid. Wieso denn? Den habe ich alles erzählt. Ach so. Mäxchen, ich achte ja dein Zartgefühl und deine Diskretion. Aber sieh mal, ich bin doch nun mal deine Braut. Und ich muss doch auch alles wissen. Also, sei mal ganz ehrlich mit mir, mein Mäxchen. Oh. Empfindest du wirklich gar nichts mehr für sie? Soll ich ganz ehrlich sein? Ja. Ich empfinde gar nichts mehr. Ihr kommt so vor, als hätte ich die Frau nie gesehen. Ja? Ich bin so glücklich, mein Mädchen. So lassen wir das gefallen. Papa, die einfach so reinzuplatzen, kannst du nicht anklopfen? Du Frau, die anklopfen. Immer mache ich nach Hause, weil die anklopfen, wenn ich mein eigenes Zimmer bleiben will oder was? Das gehört sich so, wenn man ein Brautpaar im Hause hat. Adieu, mein Mädchen. Na? Das ist super, du bist ein glücklicher Bräutigam. Gerti schwebt auf Wolke 7 und mein Gienchen zerfließt vor Seligkeit. Was wollen wir mehr? Ja, das haben Sie wunderbar gemacht, Herr Seibold. Was hast du, Herr Seibold? Hast du vergessen, dass wir gestern Brüderschaft getrunken haben? Genau, du hast ja die ganze Rhabarberbowle weggesoffen. Du musst einen Brummschädel haben. Nein, überhaupt nicht. Bloß mein Fuß tut mir weh, als ob gestern einer drauf rumtrampelt wäre ohne Ende. Das war ich. Warum denn? Ja, weil du dauernd Geschichten erzählt hast. Ich hab schon Angst gehabt, du verrätst uns. Ach so. Ja. Mir fehlen von gestern Abend ein paar Viertelstunden.
Junge, wo kommen die ganzen Bilder her? Aufmerksamkeit von deiner Gattin. Die werden wissen, dass ich die Widmung selber draufgeschrieben habe. Ne? Ja. Naja, alles dreht sich bloß nur um dich. Um mich kümmert sich keiner mehr. Oh. Aber das ist immer ganz recht so. Ich hab dir noch erzählt von der Kleinen aus der Droschen. Die hat mir erlaubt, dass ich ihr Handtäschler zurückbringe. In ihr Wohnung. Ja, ja, du treibst das ganz schön bunt, Julius. Willst du mir eine Moralpredigt halten? Du, der Verhältnis mit einer berühmten Kinodiva hat? Ja, das da hab ich dir recht. Aber wie willst du den Fortkommen von der Hand? Ja, ich hab mal wieder eine geschäftliche Besprechung. Ha, das klappt dann, Frau Lieder. Fällt dir niemals drauf rein? Sie wird fallen. Verlass dich drauf. Gienchen? Julius? Ja, was ist denn? Ja, du, ich wollte sagen, du brauchst so lange keine Fleischkegel für mich machen. Ich bin gar nicht da. Ach, haben wir wohl wieder eine wichtige geschäftliche Besprechung? Ist das na wieder was, ne? Also glaubst du, dass ich bewundere deine Frechheit? Du glaubst doch nicht, dass ich immer noch so blöd bin und an deine nächtlichen Konferenzen glaub. Glaub halt, was du magst. Wie heißt er denn diesmal, dein Geschäftsfreund? Ja, es ist einer unserer ältesten Kunden. Ja, der Herr Riemann. So, der Herr Riemann, wie schaut er denn aus? Nix für dich. Ich meine, kurze Haare hat er, eine Brille, trägt gern so beigefarbene Hemden und dunkelblaue Westen mit Krawatte. Und wo wohnt der Herr Riemann? Im Hotel Schwarzes Kreuz, Zimmer 12. Jetzt aber die. Davon werde ich mich jetzt persönlich überzeugen. Jetzt schnappt die Falle zu. Abwarten, abwarten. Vermittlung, Hotel Schwarzes Kreuz, bitte. Ja, grüß Gott, hier spricht Frau Seibold. Wohnt bei Ihnen auf Zimmer Nummer 12 ein Herr Riemann? Ja, heute früh ist er schon angekommen. Na, danke, mein Mann wollte bloß, ist schon gut, ich danke. Du hast dich gescheit blamiert, jetzt schaust blöd aus der Wisch. Fühl dich bloß nicht so auf, du bloß, weil du einmal die Wahrheit gesagt hast. Lad nicht so lang aus, Julius, ne? Ja, ich weiß schon, wann ich heimkomme, das kriegst du gar nicht mehr mit. Riemann, einer unserer ältesten Kunden, den kenne ich ja gar nicht. Ja, ich ja auch nicht. Du hast doch gewusst, dass der im Schwarzen Kreuz abgestiegen ist. Weil ich heute früh vorbei bin und habe am Schwarzen Brett an der Rezeption gelesen, Herr Riemann, Zimmer 12. Ja. Da musst du unsere Verlobungsanzeige schon drin stehen, oder? Ah, hier. Die Verlobung ihrer einzigen Tochter Gerti mit Herrn Max Steglitz zeigen an Julius Seibold, nebst Gattin Regine, geborene Kleckerbrei. Und was gibt sonst Neues in Fürth? In Fürth? Neues? Direktion, das ist. Was? Was? Das gibt's ja gar nicht. Was denn? Das Spiel war nicht über deutsche Maske? Das darf doch nicht wahr sein, um Gottes Willen. Was ist denn? Na, um Gottes Willen. Lesen wir es noch mal vor. Ach, der Kristallpalast der rührigen Direktion, die stets bestrebt ist, dem kunstliebenden Publikum unserer Stadt die größten Sensationen zu bieten, ist es mit vieler Mühe gelungen, die hier heute so beliebte und allgemein bekannte Filmdiva Ria Reitz an dem Gastspiel zu gewinnen. Die berühmte Künstlerin weilt bereits in der Stadt und bei der heutigen Erstaufführung des Sensationsfilms Sündige Liebe persönlich beiwohnen. Ach, du liebes Bisschen. Steht also tatsächlich drin. Wo gehst du denn hin? Pack meine Sachen, ich wandere aus. Das ist doch nicht nötig, so schlimm ist doch noch gar nicht. Das ist nicht nötig. Seit einer Woche spricht die ganze Stadt von nichts anderem wie mein Verhältnis. An jedem Kaffeefenster wird darüber gesprochen, an jedem Frühstückstisch. Dass ich ein Verhältnis habe, jetzt kommt die hierher, dann wird sie es erfahren. Sie weint jetzt sicherlich, dann bin ich erledigt, ihr lacht über mich. Ich wandere aus. Nein. Bloß nicht den Kopf verlieren, wenn es Dinge gibt. Gottes. Julius Seibold? Ah, der Kristallpalast. Ach, geht schon los. Die Leute stürmen die Tageskasse. Ja? Oh, das ist aber schön, ja? Die Direktion hat ja eine Loge reserviert, gegenüber vor ihr. Ich könnte den kalten Wern gegen ihn. Ja, er nimmt begrüßt der Freido. Vielen Dank, Ade.
Die Katastrophe nimmt ihren Lauf, Menschenskinder, noch mal nach. Ich muss aber auch sagen, deine Frage in der Kruste. Gerne mache ich das nicht. Herr Stieglitz, wissen Sie schon? Was denn? Überall in der Stadt hängen schon große Plakate. Ihre Verflossene tritt heute Abend eigenhändig im Kristallpalast auf. Na, das wissen wir schon. Könnten Sie mir da vielleicht ein paar Karten schicken? Ich kann Ihre Heizung drin bringen, lieber Kostbuch. Max, Papa, habt ihr schon gehört? Rhea Ray ist in der Stadt. Ja, wir haben sie gerade auf der Straße gesehen. Oh, vor dem Hotel stehen hunderte von Menschen. Papa, das muss uns sofort wie jetzt bestellen. Wir gehen natürlich alle hin. Ich nicht, ich hab so Angstzustände, so Beklemmungen. So, und du gehst selbstverständlich auch nicht hin. Aber Mama, ich möchte sie doch so gerne mal sehen. Also, Gerti, was fällt dir denn ein? Das wäre einfach zu geschmacklos. Du als halt Braut. Also, ich will auf alle Fälle gehen. Ich besorge mir rasch eine Karte. Auf Wiedersehen. Juhu! Hier steht schon Angstschweiß auf der Stirn. Haltung, Haltung, sonst verrätst du nur alles. Gott, Elena, Max, was ist dir denn? Du schaust ja wirklich angegriffen aus. Ja, jetzt fällt's mir auch auf. Ja. Mir geht's ja ganz miserabel. Was, was? Lass dir sofort das La Baldriante kochen. Mit einer Portionsstrich neben drin. Herr Fellner ist da. Der eitle Gag mit seinen Fadenkomplimenten ist mir zu langweilig. Empfang du ihn, Papa. Herr Seibold lässt bitten. Immer muss ich die Langeweile empfangen. Herr Fellner, was verschafft uns die Ehre? Ich bin nur gekommen, um den Damen des Hauses meine ergebensten Glückwünsche zur Verlobung zu Füßen zu legen. Ihnen natürlich auch. Ja, bitte, legen's. Und gleichzeitig, um eine Abschiedsvisite zu machen. Oh, Sie verlassen uns schon. Ja, das werde ich den Damen sagen, die werden sich sehr drüber freuen. Ja, mich müssen Sie jetzt bitte einschuldigen. Ich hab Wichtigeres zu tun. Ich muss auch noch meine Zehennägel schneiden. Das war deutlich. Bitte kommen's nur rein. Ich werde Sie gleich den Herrschaften melden. Dankeschön. Ja? Riemann? Ja, Fellner! Alter Freund! Sagen Sie mal, was machen Sie denn da in dem gottverlassenen Nest, ha? Eine kleine Spritztour. Ich habe die Tochter des Hauses herbegleitet. Aha. Ich muss zugeben, ich habe mich ein wenig in sie verliebt. Was ernsthaft, ha? Darf ich Ihnen wohl gratulieren? Leider nein. Sie wurde mir genau vor der Nase weggeschnappt. Ja. Na ja, was soll's. Aber was tun Sie denn hier? Kennen Sie jemanden von der Familie? Na, weil ich im Hotel angekommen bin, ja, hat der Portier gemeint, ach, Frau Seibold hätte sie nach mir erkundet. Kommt mir komisch vor, weil ich kenn kann in dem Nest hier, wissen Sie? Ah, und was führt Sie dann hierher? Ich habe eine Dame herbegleitet. Ah, ich verstehe. Ich glaube, das verstehen Sie falsch. Die Dame ist nämlich meine Braut, wissen Sie? Oh. Sie werden sie übrigens kennen als die bekannte Schauspielerin Rhea Ray. Das ist Ihre Braut? Allerdings. Aber ihr Schein ist doch überall angezeigt. Ja, ja, die scheint hier total beliebt zu sein, gell? Egal, wo wir gehen und stehen, ein Getuschel und ein Genuschel. Und in alle Schaufenster hängen Bilder vor ihr. Ja, schauen Sie her, das sind ja lauter Bilder. Das ist ja der Hammer. Die kennen ja noch gar nicht alle. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Ach, schauen Sie her, da ist sogar eins mit Widmung. Ihrem heißgeliebten Max in ewiger Liebe. Zur Erinnerung an süße, unvergessene Stunden? Das ist ja unerhört! Herr Riemann, bitte beruhigen Sie sich. Es mag ja schon. Ja, ohne Umschweife. Sagen Sie mal, wussten Sie von der Geschichte? Ich kann es nicht leugnen, ja. Oh. In der Stadt schwirren allerlei Gerüchte herum. So, so, da erfährt man ja schöne Sachen. Sagen Sie mal, wer ist eigentlich dieser Max? Das ist der Kompagnon des Herrn Seibold, ein Herr Stieglitz. Ach so, jetzt kapiere ich ja den ganzen Rierrummel hier. Jetzt weiß ich ja, warum es unbedingt hierher wollt. Fellner, Sie mögen meinen Freundschaftsdienst erweisen. Herzlich gern. Bitte gerne das Kleinste der Schwarze Kreuz, Songs zu fordern, Reh, dass ich dringend mit ihr sprechen müsste und bringe es hierher. Aber wenn es im Kampf war, um was es geht. Herr Riemann, Sie können sich auf mich verlassen. Dankeschön, Fellner. Ihrem heißgeliebten Max, eine so falsche Schlange. Na, warten und der Specialer das gerade immer. Entschuldigen Sie, mein Herr, dass ich Sie warten habe lassen. Guten Tag, gnädige Frau. Mein Name ist Riemann. Ach, Sie sind der Herr aus dem Schwarzen Kreuz? Ja, ja, ganz recht. Sie haben sich telefonisch nach mir erkundigt? Allerdings, das hast ich was nicht so genau. Hä, was schauen Sie mich jetzt so komisch an? Weil mein Mann hat Sie mir ganz anders beschrieben. Also irgendwie glänner, dicker, wegen rausgefressen mit blonden Haaren. Anders.
Ihren Mo? Also, ich kenne Ihren Mo nicht. Sie kennen Julius Seibold nicht? Ja. Wollen Sie mir nicht vielleicht erklären, um was es geht? Ein Augenblick. Julius, komm doch mal bitte. Was ist denn schon wieder? Schau mal, wer da ist. Ja, wer ist denn das? Ja, das ist doch Herr Riemann. Was? Dein ältester Kunde, der Herr aus dem Schwarzen Kreuz. Das ist mein alter Freund Riemann. Sag mal, hast du nicht gesagt, das wäre ein kleiner Dicker rausgefressen? Nein, rausgefressen damit. Rausgefressen damit. Da bin ich. Obwohl, stimmt der Bengel, ja. Siehst du mal, wie die Zeit vergeht? Ich schau mal, wie der gewachsen ist und rasiert ist er auch. So ein blödes Schmarri. Du wirst mir doch nicht weiß machen wollen, dass du den Herrn kennst. Ich hab gesagt, ich kenne den Riemann und Herr Riemann kommt und der Herr Riemann ist auch da, aber nicht der Herr Riemann, den ich erwartet habe, weil ich erwarte den Herrn Riemann Vater. Aber der Vater ist krank und der Herr Riemann Vater, dann der Herr Riemann Vater ist dann, ich schicke meinen Sohn, den Riemann Sohn. Und da ist der Riemann Sohn. Herzlich willkommen bei uns, Riemann Sohn. Schön, dass Sie da sind. Wie geht's denn zu Hause? Alles wohl im Munde, der Vater ist tot im Munde. Leider nein, er ist schon seit 20 Jahren gestorben. Oh! Mir reicht's, Herr Zettler. Und wir zwar sprechen uns später. Also. Herr Seibold, ist du mir zwingend? Leider, nein, ist nur jetzt kommen wir später, Entschuldigung. Mensch, lassen wir doch hängen wie ein Viech an der Angel. Wenn jemand in der Spredouille ist, da steht mir ihm doch bei. Komm, ich bleib in mein Haus. Also, halt's einmal, wenn man mich am Telefon verlangt. Verlangt, was hab ich verlangt? Aber ich kotze ja auch mit Brillen, mit einer Weste am gelben Hemd, so wie er da ist, aber sie doch nicht. Entschuldigung, es ist ein bisschen durchgegangen mit mir. Ja, ist schon in Ordnung, aber da ich Sie jetzt durch Zufall Ihre Bekanntschaft gemacht habe, ja, würde ich Sie mal einen Fall bitten, könnten Sie mal Unterredung mit Ihrem Kompagnon verschaffen. Sie kennen den Herrn Stieglitz? Sagen wir mal so, ich habe schon einiges von dem gehört und ich glaube, man hat gemeinsame Bekannte. Ach so, ja, da werde ich noch gleich mal holen, ne? Gemeinsame Bekannte, na, da würde ich Sie aber freuen. Das werden wir noch sehen. Max, kommst du bitte mal? Ja, was ist denn? Was ist mal gekommen? Was passiert? Nichts passiert. Ich wollte euch nur den Herrn Riemann vorstellen, der Herr Stieglitz. Riemann? Angenehm. Ich sehe der aus dem Schwarzen Kreuz, ja. Den wenn dein Frau sich. Den hat's schon gesehen, den hat's schon gesehen. Dann sehe ich ein wenig von vorne, ist er das schon, weil der nicht draufgekommen ist. Da komme ich schon wieder raus. So, Sie sind also Herr Stieglitz, ja? Und Sie heißen mit Vornamen Max? Ja, seit meiner Geburt. Ich habe ja schon einiges von Ihnen gehört, ja? Ich bin zwar schon ein paar Stunden in Fahrt, aber nach all dem, was man sich hier so erzählt, scheint es ja ganz schön ein Lebemut zu sein. Sogar die Fremden wissen es schon. Ja, die Leute reden halt ein wenig, ne? Ja, das war früher einmal. Jetzt ist er ja mit meiner Tochter verlobt. Ja. So, mit ihrer Tochter. Man spricht aber im Allgemeinen davor, dass sie eine Beziehung zu einer bekannten Kinoschauspielerin hat. Beziehung ist fast ein wenig zu viel gesagt. Nein, wir sind doch unter uns Männern. Hat doch jeder schon mal so ein Techtelmechtel gehabt. Wenn es um so eine schöne Frau handelt wie die Viare, ne? Ja, Geschmack hat er schon immer gehabt. So. Warum interessiert Sie das denn so? Das kann ich Ihnen schon sagen. Ich kenne die Dame persönlich. Ach du grüne. So fehlt es auf jeden Fall, ne? So, also Techtelmechtel haben Sie gehabt mit der Dame, ja? Ja, Techtelmechtel ist viel zu viel gesagt. Ne? Es war ja mehr so oberflächlich. Ja. Nicht oberflächlich ist noch viel zu viel gesagt. Kennt die Frau eigentlich nur so von der Leinwand? Meine Herren, also ich achte Ihre Diskretion, aber ich muss jetzt ernsthaft versuchen, mir die volle Wahrheit einzugestehen. Jetzt Moment einmal. Warum verhören Sie uns hier wie ein Untersuchungsrichter? Hä? Mit welchem Recht stellen Sie uns hier zur Rede? Das ist mir gleich egal. Das wird Ihnen gleich glauben. Ich bin nämlich mit der Dame verlobt. Meine Herren, jetzt keine weiteren Ausflüchte mehr. Gestehen Sie es doch offen ein. Sie waren Ihr Geliebter! Gib mir mein Wort, ich gebe mein Wort. So, mir soll ich Ihnen glauben, ja? Ich brauche mich doch bloß in den Zimmer umzuschauen. Überall Bilder von der Viare. Ja, wenn ich Bild mit der Widmung entdeckt, das muss. Oh. Das ist nicht mehr dort, das ist nicht mehr dort. Also, bitte schön, haben Sie Erklärung? Ja, habe da, wir sind Kunst.
Kunstenthusiasten, wir sammeln solche Bilder. Ja, Kunstenthusiasten, ich sehe aber bloß welche von den hier, gell? Ja, aber ihr Blick ist getrübter als ihre feuchte Aussprache. Aber wir haben mehr Bilder da. Die Sarah Bernard haben wir da. Und dann haben wir da die Mona Lisa haben wir da. Und du musst nur Gesicht, das geht nicht. Also, wir haben ganz viele von denen da. So, und wie kommen Sie dann zu den Bildern? Ja, das hat er auch noch. Nachdem ihr die Widmung gelesen habt. Ich erzähle Ihnen alles. Ich kann das gern tun, aber bitte schön vor der Dame selbst. Sie wird jeden Augenblick da sein. Was? Sie kommt hierher? Ich werde sie da gegenüberstellen. Oh. Aber bin sofort wieder da. Aber Herr Spotze. Und die ganzen Bilder hat er nass gemacht. Ich gratuliere Ihnen, Ihrer Seife. Das haben Sie hervorragend gemacht. Aber Max. Duzen Sie mich nicht. Schwatz mir da Verhältnis oder Filmdiebern auf, und dem nicht genug ist, da kommt dann der Ehemann daher, oder was? Ich hab doch einen Geschäftsfreund braucht für heute Abend. Sich Geschäftsfreunde sind im Schwarzen Kreuz abgestiegen und Sie suchen sich unbedingt den Riemann aus. Das ist unmöglich. Schrei doch nicht so rum. Auch ein Wurm schreit, wenn er getreten wird. Gelebt habe ich in Frieden. Da kommen Sie daher, hauen mal einen Bügelfalt in die Hosen ein. Eine Scheide ins Gesicht, das nicht mehr finden geht. Mach einen Lebemann aus mir. Aber dass ein Verhältnis, das ich nicht kannte, auch noch Folgen hat, das hätte ich nie gedacht. Ein Lebemann. Herr Riemann? Nanu? Wo ist er denn hin? So treten Sie doch ein, Gnädigste. In ein Haus, das ich überhaupt nicht kenne. Das ist ja der reinste Detektivfilm. Wo sind wir hier überhaupt? Wir befinden uns hier im Hause des Fabrikanten Seibold. Kenne ich nicht. Aber Sie sagten, mein Bräutigam wäre hier. Ja, er wollte uns hier erwarten. Und was will er von mir? Herr Riemann glaubt, das Gnädigste früher einmal zu einem Herrn hier in der Stadt, na, wie soll ich sagen, in Beziehungen gestanden haben. Ja, das hätte ich mir doch denken können. Kaum zu glauben, sogar hier in diesem Nest quält er mich mit seiner lächerlichen Eifersucht. Wer hat ihm denn wieder diesen Floh ins Ohr gesetzt? Er muss es doch erfahren, wo die ganze Stadt darüber spricht. Die ganze Stadt? Nun wird's mir aber wirklich zu bunt. Jetzt will ich endlich wissen, was hier los ist. Mit wem soll ich denn ein Verhältnis gehabt haben? Herr Riemann glaubt mit einem Herrn Stieglitz. Stieglitz? Wie kommt der denn bloß darauf? Nun, Herr Riemann hat dieses Foto mit einer etwas kompromittierenden Widmung von Ihnen gefunden. Oh, das bin ja ich. Sehe ich nicht großartig aus? Ja. Ihrem heißgeliebten Max. Was ist das? Zur Erinnerung an süße, unvergessliche Stunden. Also, das ist ja eine Frechheit. Das habe ich überhaupt nicht geschrieben. Was? Nicht möglich. Ja, das ist eine ganz plumpe Fälschung. Aber wer sollte denn Ihre Unterschrift? Der gute Max wollte wahrscheinlich den verfluchten Kerl markieren. Ja, das tun Sie doch alle gern, die Herrn Spießer. Nicht wahr? Ja, er wollte sich ein bisschen interessant machen. Ach. Die Erkenntnis kommt mir ganz gelegen. Ich werde den Herrn mal gehörig bei den Ohren packen. Oh, nein, nein, nein. Das werden Sie nicht tun. Das überlassen Sie bitte mir. Was haben Sie vor? Ich habe einen Plan. Und Sie müssen mir dabei helfen. Herzlich gern.
Aber Sie dürfen niemanden davon verraten. Vor allem darf mein Bräutigam nicht ahnen, dass ich irgendetwas von seinem Verdacht weiß. Gnädigste, Sie haben meine Diskretion. Oh, Stieglitz, dieser Distelfink. Der wird einen Denkzettel von mir verpasst bekommen, den er so leicht nicht wieder vergessen wird. Und meinem Bräutigam werde ich bei dieser Gelegenheit eine Lektion erteilen und ihn ein für alle Mal von seiner blinden Eifersucht kurieren. Kommen Sie! Ich bin sehr gespannt. Nein. Ich mache mit der Spindelei nicht mehr mit. Ich sage die volle Wahrheit. Max, das macht man doch bloß, wenn gar nichts mehr am Ei fällt. Ja, was willst du denn? Die wollen aus der Batschen kommen, die sind auch nicht da. Ah, wie schon eine Idee. Gerti, Regina. Ja, Julius, was ist denn? Ist was passiert? Ja, jeden Augenblick wird Ria Ray hier sein. Sie kommt hierher? Zu uns? Ja, mit ihrem Bräutigam. Ich meine, Riemann, den du uns ins Haus geschleppt hast, der das Bild mit der Widmung gesehen und was ist das, Max, der Verhältnis mit ihr gehabt hat. Gott, wie peinlich. Ja, das ist gescheit peinlich. Max, was wird denn nun werden? Ja, darauf bin ich auch neugierig. Das ist so ganz einfach. Die Frau wird leugnen. Glaubst du? Na bestimmt, wenn die ins Zimmer kommt und den Max sieht, wird sagen, den Herrn habe ich noch nie gesehen. Glaubst du da, Max? Ja genau, das würde ich sagen. Ja, aber ihr zwei dürft euch nicht verraten. Nein. Ihr seid jetzt im Bilde. Ja. Mama, das ist ein ganzer Roman. Köpfchen. Über diese Rettungsmedaille, Julius. Ach. Die schon doch. Ja, willst du mir nicht sagen, was ich hier soll? Das wirst du jetzt gleich hören. Meine Damen, bitte entschuldigen Sie, dass ich hier nochmal eindringe. Aber es handelt sich um eine Affäre, von der ein Ausgang des Lebens zweier Menschen abhängt. Eine davon bin ich. Stieglitz! Ja. Sie haben mir vorhin Ihr Wort gegeben, dass Sie keinerlei Beziehung zu dieser Dame hatten. Jawohl, wiederhole ich noch einmal feierlich, ich kenne diese Dame nicht. Max, du verleugnest mich! Stunden, die wir verlebten. Wie stehst du das so ein? Max, mein heißgeliebter Max. Julius, was soll denn das schon wieder? Ja, ich bin auch ganz baff. Es ist also wahr. Ja, es ist wahr. Stoße mich von dir. Töte mich. Aber ich kann nicht anders. Er war die große Liebe meines Lebens. Jetzt, wo ich ihn wiedergesehen habe. Oh, Geliebter, dein Anblick hat einfach alles wieder in mir aufgewühlt. Du Einziger, du Süßer, du Wilder. Wirklich was mit der Karte? Langsam glaube ich schon, ja. Aber warum denn so kalt, mein Geliebter? Hä? So küsse mich doch. Erlauben Sie mal, Herr Stieglitz ist mein Bräutigam. So, das ist mir ganz egal. Jetzt habe ich ihn. Jetzt halte ich ihn und lasse ihn nie wieder. Oh. Mein Fräulein, Sie kenne ich nicht mehr. Und Sie, Sie Böschler, Sie werden sie mit mir schießen! Oh, Max! Hätte ich mir doch lieber die Mona Lisa ausgesucht. Jetzt schon wieder. Wo ist denn mein Mann? Ja, der ist ausgegangen. Und Herr Stieglitz? Der ist auch weg. Ja, wo sind denn bloß alle hinlaufen? Ich bin. Dann möchte jetzt bloß Kampf suchen. Ich weiß ja gar nicht, wo mir mein Kopf steht. Das ist soeben abgegeben worden. Du stellst es dorthin. Wo bleibst du denn so lange, Mama? Was sind denn das für Blumen? Alfred, was soll denn das? Ich wollte ihn verdienen. Nimm es wieder mit. Bürgermeister Dr. Wild und Frau gratulieren zur Verlobung. Entsetzlich, diese Blamage. Die lässt ihn nicht mehr auf ihren Krallen. Wie sie sich ihm an den Hals
die aufdonnerte Dollen. Skandal! In einem fremden Haus vor dir, seiner Braut. Und ich, dumme Gans, war auch noch stolz darauf, dass er mit ihr ein Verhältnis hatte. Ich habe solch eine Wut auf sie. Die Bilder weg! Ich kann sie nicht mehr sehen. Jetzt richt dich nicht so auf, Kind. Ich bin doch schon dabei. Ich habe nur so Angst um meinen Max. Wenn es wirklich zu einem Duell kommen sollte. Ach, der Herr wird sich das vielleicht noch überlegen. Tag, Frau Seibold. Tag, Gerti. Na, du siehst ja ganz verweint aus. Was ist denn los bei euch? Ich weiß gar nicht, was du willst. Ach, ich habe gehört, Rhea Ray ist hier gewesen. Mit einem fremden Herrn. Ja, freilich. Sie hat uns halt besucht. Ja, ja. Ich glaube, der Besuch galt wohl mehr deinem Bräutigam. Wenn du nur hergekommen bist, um mich zu kränken. Ach, aber Gertichen, wie kannst du sowas bloß denken? Ich habe übrigens eben Herrn Stieglitz getroffen. Max, wo ist er denn? Ach, ganz verstört hat er ausgesehen. Ich bin ihm nachgegangen, bis zum Laden vom Dorn. Da blieb er stehen. Vor der Waffenhandlung? Hast du das gehört, Mama? Ich ahne Fürchterliches. Ich hab's doch gleich gesagt. Hier ist doch was passiert. Oh, Julius, Gott sei Dank, dass du endlich da bist. Tag, Herr Seibold. Ach, die Dollen, die Sado. Dann gehen wir gleich wieder los. Habt ihr schon gehört? Am Bahnhofsplatz steht ein Kamerateam und Rhea Ray springt aus einer fahrenden Lokomotive hinein in den Zentaurenbrunnen. Was? Wirklich? Oh, das muss ich sehen. Adieu, Gerti. Adieu allerseits. Yeah. Die glaubt da jeden Schmarrn. Gut, dass du da bist. Wir vergehen hier vor Angst und Ungeduld. Nimm mal das Kind bitte. Ich war ja bei dem Wüderich Riemann im Hotel, aber der war nicht da. Ich hab nur so Angst um meinen Mark. Ja, man hat ihn ins Waffengeschäft Donkey gesehen. Nee, der wird sie neue Rasierklinger kaufen. Du bist von einer solchen Ruhe. Das wird schon wieder werden. So komm, Gerti, mir gerne, weil der Papa wird schon wieder richten. Ja, der Papa macht's schon wieder gut. Das ist eine Geschichte. Julius. Max, was denn du? Besorgung gemacht. Was für eine Waffenhandlung dann? Du hast vielleicht vergessen, dass ich der Kerl mit mir schießen will. Ah, so weit wird's nicht kommen. Es ist bis jetzt immer anders gekommen, als du gesagt hast. Man muss sich ja vorbereiten. Hast du dir Pistolen gekauft? Jawohl. Aber dazu braucht man einen Waffenschein. Jetzt haben wir eins zu einem das Ding dort gekauft. So Knallbüchsen für Kinder. Ja, aber üben kann man damit. Dolly, wie konnte das sein? Die Frau fällt dir um den Hals mit genau den gleichen Worten, die ich auf die Fotografie geschrieben habe. Das ist doch Hexerei. Kannst du dir das erklären? Mich wundert gar nichts mehr. Wenn die Kaiserin-Witwe aus China anrufen, die jetzt sagen, Max, ich bekomme ein uneheliches Kind von dir, würde ich sagen, jawohl, das war eine Fernbefruchtung. Mir tut mir bloß mal Gerti leid. Mir nicht. Die wollen doch immer einen Lebemann. Ein echter Lebemann hätte in der Kürze der Zeit die Augen mehr bieten können. Herr Felger ist draußen und möchte gerne mit Herrn sprechen. Ja, und was will er? Das weiß ich doch nicht. Soll ich ihn einlassen? Ja, bitte. Na ja, also. Der Fellner? Der ist doch angekommen mit dem Wüderich Riemann. Vielleicht hat der sich ganze Suppen eingebrockt. Das ist leicht möglich, ne? Ja, und der war ja immer so wild hinter meiner Gatti her. Na, der erwischt mich in der richtigen Stimmung. Ah, Fellner, was verschafft uns die Ehre? Ich komme im Auftrag meines Freundes Riemann. Nein, Riemann ist Ihr Freund. Das müssen wir ausnutzen. Nehmen wir es doch Platz. Danke. Es ist der Anlass, der mich zu Ihnen führt. Ich sage Ihnen, das alles ist doch nur ein Missverständnis. Das sieht der Riemann aber anders. Er hat ja schließlich mit eigenen Augen gesehen, wie seine Braut Herrn Stieglitz um den Hals gefallen ist. Herr Riemann fühlt sich durch Herrn Stieglitz aufs Schlimmste in seine Ehre gekränkt. Wie kann er ihn für was verantwortlich machen, was lang vor der Zeit war, vor der Verlobung? Das würde Riemann ja gar nicht tun. Hätte er nicht den unwiderleglichen Beweis dafür, dass das Verhältnis noch in letzter Zeit bestanden hat? Gibt's schon wieder was Neues? Dieses Foto hier mit der kompromittierenden Widmung ist die letzte Aufnahme der Künstlerin und erst wenige Wochen alt. Ach, das ist nicht Ahnung, oh. Es wird ja immer ver-
verzwickte. Aber ich sag Ihnen, ich schwöre. Warte mal. Was haben Sie denn mit zu teilen? Herr Riemann fordert von Ihnen Genugtuung mit der Waffe. Er will Blut sehen. Soll er zum Schlachthof gehen? Ich fürchte, in diesem Falle kommen nur Pistolen in Frage. Ist denn nur Pistolen? Sie müssen nicht denken, dass ich Angst hätte vor Pistolen. Ich bin darauf vorbereitet. Ihr Freund soll sich das lieber noch mal überlegen. Da kennen Sie Riemann aber schlecht. Ich schlage also vor, einmaliger Kugelwechsel, 10 Schritte Distanz. 10 Schritte ist ja gar nichts. 50 Schritte, 100.000 Schritte. Wenn ich mich schieße, dann schon richtig, gell? Natürlich hatte Riemann den ersten Schuss frei, da er ja der Beleidigte ist. Ja? Das ist aber blöd, und dann langt mir die voll und ganz. Herr Stieglitz, ich sollte Sie noch warnen. Herr Riemann ist ein gefürchteter Pistolenschütze. Er schießt den Kopf des Pikbuben auf 100 Metern Distanz einfach weg. Dann richten Sie der Big Dame herzliches Beileid von mir aus. Dann trifft er mich auch. Aber sicher wird er das. Aber das wird Ihr Renommee doch nur noch erhöhen. Denn erst wenn sich ein Herr wegen einer schönen Dame duelliert hat, gilt er als vollendeter Lebemann. Und was nützt mir der Lebemann, wenn ich tot bin? Gibt immerhin einen schönen Nachruf. Ja. Wir sehen uns dann also morgen früh um 5 im Stadtwald an der alten Feste. Um 5? Ich glaube, der spinnt um 5. Da schlafe ich doch noch. So, wenn ich mich verspäten soll, dann vertreten Sie mich so lange. Ja? Herrschaft, Zeit nochmal, jetzt reicht's mal aber langsam. Wir sind Kaufleute und haben keine Zeit für solche Sparenzchen. Wir haben eine Fabrik und keinen Schießboden. Und wenn wir Differenzen haben, dann wissen wir uns auszugleichen. Ah, das heißt dann also, Sie kneifen? Jawohl, ich kneife. Richten Sie Ihren Freund aus, ich bin ein gefürchteter Kneifer. Ja, dann freilich, meine Herren, ist meine Mission hiermit beendet. Mein Herr, Herr Kneifer. Ade, bleib schief. Den sind wir los, du. Und das alles für süße Stunden, die ich gehabt hab, du. Das ist bitte. Ja, armer Kerl, aber immerhin. Dadurch hast du dann meine Tochter für dich gewonnen. Das ist auch das Einzige, was ihn aufrechterhält. Was? Der Wüderich Riemann wird bald abreißen und kein Mensch spricht mehr von der Geschichte. Und wir machen so bald wie möglich Hochzeit. Stell dir doch mal vor, wenn der Braut auf dich zukommt, mit einem Lächeln auf den Lippen, mit strahlenden Augen und leicht geröteten Wangen, tritt sie vor dir. Ja, du schaust ja ganz verrotzt aus. Ach, Papa, lieber Max. Ich habe lange überlegt, ich habe schwer mit mir gekämpft und endlich habe ich mich blutenden Herzens dazu entschlossen. Hier, hast du den Verlobungsring zurück. Aber du bist ja nicht ganz bei Trost. Das kommt schon wieder anders. Die Frau hat doch ältere Rechte an dir. Aber das stimmt doch nicht, Magala. Nein, nein. Es gibt keinen anderen Ausweg. Ich entsage. Und jetzt? Wo ich für immer auf dich verzichten muss, fühle ich erst recht, wie lieb ich dich habe. Dass sie dich überhaupt niemals nicht kennt. Keine Angst, Max. Ich hau dich da wieder raus. Bloß noch schlimmer ist mir bloß nicht. Tag, Maxchen. Ach, geht der Tanz wohl weiter? Oh, empfängt man so eine Dame, mit der man süße, unvergessliche Stunden erlebt hat? Ja, jetzt bitte, mach ich so ein Ende mit ihrer Komödie. Ich bitte Sie von ganzem Herzen, bitte. Ja, das wäre ja auch freilich sehr bequem für Sie, hm? Oh nein, mein Freund, so leicht kommen Sie mir nicht davon. Sie spielen hier auf meine Kosten einen interessanten Mann. Sie fälschen meine Unterschrift und bringen mich um einen guten Ruf. Und das alles soll ich so ungestraft hinnehmen? Ja, Sie haben ja recht.
bin der gemeinste, niederträchtigste Kerl, der auf Gottes weiten Erdboden rumläuft. Aber Sie müssen mir das glauben, bis vor einer halben Stunde habe ich das gar nicht gewusst. Ich werde die Sache dem Gericht übergeben. Nein. Nein, dem Gericht überlegen Sie sich das noch einmal, bitte. Es sei denn, es gibt nur einen Ausweg. Ja, und der wäre? Sie müssen mich heiraten. Heiraten? Machen Sie keine Witze. Nein, das ist mein Ernst. Nur dadurch können Sie mich vor der Welt rehabilitieren. Und Sie müssen doch zugeben, dass die Strafe auch ihre angenehmen Seiten hat. Ich bin doch schließlich eine anerkannt hübsche Frau. Ja, Sie sind die anerkannt hübscheste grüne Frau, die ich kenne. Sie sind viel zu schön zum Heiraten. Überlegen Sie sich das noch einmal. Nein, mein Entschluss steht fest. Und ich sage es Ihnen gleich, ich bin anspruchsvoll. Ja. So billig kommen Sie mir nicht davon. Ach. Meine Filmtätigkeit, die gebe ich natürlich auf. Was? Ja, als Ihre Frau, da habe ich das doch nicht mehr nötig. Wir beziehen eine eigene Villa. Ja. Aber ich bekomme mein eigenes Schlafzimmer. Ja, oh, und ein eigenes Automobil. Ja, freilich. Und im Sommer, da machen wir eine wunderschöne Seereise. Auf eigenen Ozean. Ich bin windelweit. Sie haben mich geschaut. Haben Sie Erbarmen mit mir? Ich bitte Sie von Herzen, hören Sie doch auf. Oh, schon! Sie wollen sich wohl lustig machen über mich. Ein Schafskopf bist du. Oh, ich verbitte mir. Ich wiederhole es. Ein ausgewachsener Hammel bist du. Und wenn du nebenbei nicht so ein lieber und netter Kerl wärst, dann würde ich dich nach diesem beleidigenden Verdacht überhaupt nicht mehr ansehen. Du willst mir doch nicht erzählen. Jetzt rede ich. Du traust mir also zu, dass ich dich betrüge. Allerdings. Das ist unerhört. Das würde ich doch nie im Leben tun. Und wenn ich es täte, dann würde ich mir wenigstens einen Hübschen raussuchen. Oh, du leugnest also immer noch? Hä? Und was ist mit dem Bild, mit dieser skandalösen Widmung? Tja, das kann man leider nicht ungeschehen machen. Eben. Aber wenn dir deine krankhafte Eifersucht nicht gleich die Besinnung geraubt hätte, dann hättest du vielleicht bemerkt, dass ich das überhaupt nicht geschrieben habe. Feili, hast du es geschrieben? Das hast du doch nicht geschrieben. Aber du hast doch selber gesagt, dass du... Du Dummchen! Das habe ich doch nur gesagt, um dir deine krankhafte Eifersucht ein für alle Mal abzugewöhnen. Mensch, Ria, du kennst mich doch. Über sowas räche ich mich doch nicht auf. Ja, eben! Komm her! Ja, was ist denn das? Oh, kommen Sie! Sie auch, kommen Sie! Keine Angst, Herr Stieglitz, kommen Sie doch! Entschließen. Nein, nein, Herr Stieglitz, ich muss mich, glaube ich, bei Ihnen entschuldigen. Tut mir leid. Und heiraten brauchen Sie mich auch nicht. Sie können jetzt Ihre Braut heimführen. Aber bittet uns mal einen Gefallen. Verraten Sie meiner Tochter nicht, dass er kein Lebemann ist. Och, mein liebes Fräulein. Ich habe Ihnen wohl großen Kummer bereitet. Oh, bitte. Es war meine eigene Schuld. Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, nur einen Mann zu heiraten, der etwas erlebt hat. Was gäbe ich jetzt darum, wenn Max ihn nie gekannt hätte? Na, dann kann ich Ihnen ja sagen, wir haben uns heute zum ersten Mal gesehen. Und die Widmung? Die habe ich geschrieben. Mein Dann hätten wir uns ja den ganzen Schwindel sparen können. Du hast das alles auskeckt, das hätte man eigentlich gleich denken können. Lassen Sie nur, gnädige Frau, die beiden haben genug dafür gebüßt. Jetzt wollen wir schon gerecht sein, gell? Süß waren die Stunden nicht, die Sie mir bereitet haben. Aber unvergesslich werden Sie mir ewig sein.